Ja, hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Laravel Seitenprojekt-Tutorials. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Wir haben heute den 01.01.2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und bleibt glücklich und gesund und munter. Und ja, wir wollen heute fortfahren, unsere Seite weiter aufzubauen. In der letzten Folge haben wir hier in den Details diese Premium-Kurse überarbeitet. Und zwar haben wir hier in diesen Details oder diese Meta-Angaben Tags hinzugefügt. Und ihr seht jetzt hier alle verfügbaren Tags für die Videos. Und damit können wir auf Dauer dann eine Filterung vornehmen. Damit das Ganze vernünftig angewendet werden kann, müssen wir aber jetzt im Backend, wenn wir unsere Kurse hier einmal anzeigen, auch hier einmal die Tags natürlich anzeigen können. Und zum anderen wollen wir auch hier in der Kursbearbeitung diese Tags bearbeiten können. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam erarbeiten. Dazu möchte ich erstmals auch eine neue Webtechnik einsetzen, die wir bisher noch nicht in den Tutorials abgedeckt haben, und zwar Vue.js. Ich möchte mit Vue.js eine Komponente erstellen, mit denen ich eben diese Tags vernünftig hinzufügen kann. Ich habe das Ganze einmal hier vorbereitet, und zwar stelle ich mir das so vor, dass wir eben hier eine Komponente Tag haben und hier können eben diese Tags angelegt werden, indem sie hier hinzugefügt werden. Mit dem Enter wird dann das entsprechend eingefügt und ich möchte auch verhindern, dass ein und dasselbe Tag nochmal hinzugefügt werden kann. Also soll hier eine Fehlermeldung erscheinen und wir können diese Tags auch wieder löschen. Und das alles möchte ich auf Basis von Vue.js einmal umsetzen. Es wird jetzt nicht Inhalt dieses Tutorials sein, hier Vue.js weiter zu verfolgen. Ich möchte nur die Basics einmal im Umgang zeigen. Ich setze jetzt auch voraus, dass ihr bereits ein bisschen Erfahrung mit Vue.js habt. Ich selber habe noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Vue.js, also ich kenne so die Basics, aber im Detail kann ich euch dazu im Moment auch noch kein Tutorial anbieten. Aber sicherlich ist es sinnvoll, hier einmal zu sehen, welche Funktionen Laravel von Hause aus uns für das Thema Vue.js zur Verfügung stellt. Und das wollen wir eben anhand dieser Tag-Komponente erarbeiten. Okay, ich möchte damit zunächst beginnen, die Bearbeitungsseite im Backend etwas umzustrukturieren. Und zwar möchte ich jetzt diese Spalte mit den Hauptinformationen nach links rücken und möchte hier rechts dann die zusätzlichen Metaangaben hinzufügen. Und ihr erinnert euch, es sind ja mehr Metaangaben, die wir noch verfügbar haben, als eben nur die Tags. Wir wollen ja zum Beispiel auch noch irgendwann ein Widget hinzufügen, um das Datum auszuwählen, wann das Video veröffentlicht wird, beziehungsweise bis wann es veröffentlicht wird und so weiter. Und das würde ich ganz gerne hier in so einer Spalte rechts machen. Also gehen wir einfach einmal in das Template hinein. Und das finden wir hier unter dem Ordner admin-course-edit.blade.php. Und hier steht schon eigentlich das Entscheidende drin. Wir sind jetzt hier in der Spalte call 12 MB3. Das ist die Überschrift. Und dann kann hier dieses Offset erstmal raus. Und am Ende dieses Offsets machen wir eine neue Spalte mit call 4. Und wenn wir jetzt hier Inhalt reinsetzen und das Ganze einmal neu laden, dann sehen wir, dass hier entsprechend in dieser Spalte dieser Inhalt ist. Okay, jetzt haben wir hier ein zweispaltiges Design. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Allerdings haben wir das Problem, im Moment ist das Ganze noch nicht responsive. Denn wenn ich das hier zusammenschiebe, dann sehen wir, dass das noch nicht so umbricht, wie wir uns das vorstellen. Das können wir zwar mal auf die Schnelle hier umsetzen, indem wir hier einfach ein call MD8 und ein call MD4 einsetzen. Dann soll es eben nur ab MD und höher entsprechend zweispaltig sein. Wenn ich jetzt hier das neu lade und zusammenschiebe, wird es auch umgebrochen, aber wir sehen, es ist nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Zum einen ist hier der Kursbutton jetzt oberhalb von unserer Metaspalte und zum anderen sieht das noch mit den Abständen noch nicht ganz sauber aus. Und wenn wir hier nochmal in unser Template reinschauen, haben wir es ja auch noch ein bisschen anders gemacht. Wir haben hier an dieser Stelle nämlich ein Add Include Kurs unterstrich, also Kurspunkt unterstrich Form eingefügt. Also das heißt, wir haben das Form ausgelagert. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir das weitermachen. Also wir können diese Anpassung auch in dieser Vorlage machen. Dazu können wir jetzt im Prinzip alles rauskopieren, was wir eben erstmal nicht brauchen. Ich würde jetzt Folgendes machen, dass wir diesen Form-Tag hier erstmal über die Row schieben. Und das machen wir auch unten. Da schieben wir hier hinter die Row. Das ist das eine. Dann haben wir hier eine Row mit 12, die kann im Prinzip davor und dann schließen wir die Row hier ab und machen hier eine neue Row und öffnen die. So. Und dann haben wir hier eigentlich den gesamten Inhalt bisher drin, den wir brauchen. Und zwar
hier die Call MD4 und dann sollte hier möglichst das Div geschlossen werden, das wird auch, dann kommt Form und dann passt das soweit erstmal. Diesen Button aktualisieren, den würde ich jetzt auch erstmal auslagern. Und zwar packen wir den dann unten hier auch in ein Div Row und Call 12. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch hier diese beiden Spalten drin. Und jetzt nehmen wir das hier einmal raus und schieben das an die Stelle, wo wir es gleich einfügen wollen, nämlich da runter. Und nehmen den Teil hier mit. Und rufen einmal unser Form auf. Und dann fügen wir das hier vor einmal ein. Jetzt haben wir also hier unsere möglichen Fehlermeldungen, die ausgegeben werden. Haben dann die Method Put hier drin, das CSRF-Feld und die einzelnen Eingabefelder. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Rest. Den klauen wir auch hier raus. Ups, das war zu viel. Und zwar nur diesen Teil. Und den lagern wir dann hier aus. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein Row-Element. Wir haben die zwei Spalten, Call MD4 und 8. Und wenn wir die ausklappen, sehen wir eben unsere Formularinhalte hier an dieser Stelle. Und hier dann den Teil für unsere Tags. Und wenn wir das Formular jetzt neu laden, dann sieht das fast ähnlich aus wie eben auch. Wir haben hier oben den Teil mit unseren Kursen. Wir können das jetzt hier auseinanderschieben, dann wandern die Tags hier nach rechts rüber oder eben nach unten drunter. Und wir haben den Button. Und was wir jetzt mal testen müssen, ist, was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt abschicken? Und dann sehen wir, dass es im Moment noch zu einer Fehlermeldung kommt. Das ist auch noch eine Kleinigkeit, die wir korrigieren müssen. Als wir nämlich den Slug eingefügt haben, haben wir schon einige Sachen auch überarbeitet, aber wir haben hier vergessen, in unserer Edit Blade das Form-Tag zu bearbeiten. Deswegen muss hier einmal der Slug hinzugefügt werden an dieser Stelle, also in die, hinter die Action als Parameter. Und wenn wir das Ganze nochmal neu laden und jetzt abschicken, dann bekommen wir auch die Meldung, dass ein Fehler aufgetreten ist und kriegen das hier entsprechend eingefärbt. Die Frage ist jetzt, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob diese Fehlermeldung eventuell die gesamte Breite einnehmen sollte. Fände ich persönlich tatsächlich auch besser. Dann gehen wir nochmal unsere Formblade und lagern das nochmal aus. Und zwar machen wir dann hier einfach einen Call 12 rein. Das soll immer die volle Breite einnehmen. Kopieren das da rein und wenn ich das jetzt nochmal aktualisiere, dann funktioniert das Ganze und die Meldung wird hier in voller Breite angezeigt, wobei das ist nicht das, was ich zeigen wollte, sondern so soll das aussehen. Also wenn eben hier ein Fehler auftritt, dann wird er jetzt über die gesamte Breite angezeigt. Und das Schöne ist auch, wenn man es zusammenschiebt, sieht es dann immer noch gut aus und wir haben hier dann eben entsprechend unsere Ansicht. Ich möchte gerne unter dem Kursbutton hier noch so ein bisschen Abstand einfügen, das fehlt im Moment noch. Das machen wir einfach vielleicht an dieser Stelle. Wir können hier mal so ein Call 12 und MT5 einfügen. Und in aller Regel reicht das schon. Und dann haben wir hier so ein bisschen Abstand. Okay. Auch oberhalb des Buttons wäre ein bisschen Abstand nicht verkehrt. Auch den können wir hier hinzufügen. Zum Beispiel eben hier MT2. Das sieht gut aus. Okay, jetzt möchte ich als nächstes dann an die Komponente gehen, die hier rechts rein soll, nämlich unsere Tag-Komponente. Und dazu möchte ich einmal nochmal das Formular aufrufen und den Bereich Tags aufrufen. Und das, was wir als erstes brauchen, ist ein normales Inputfeld. Und ich möchte jetzt erstmal ein ganz normales Inputfeld von Bootstrap nehmen. Also machen wir hier ein BS4 Form Input. Und da machen wir einfach Text rein. Dann haben wir jetzt hier rechts ein normales Inputfeld. Da machen wir als Beschreibung dann eben Text rein. Hier diesen Help-Text, den nehme ich jetzt mal raus, dass das wieder vernünftig aussieht, so wie unser Design eben aussieht. Und hier soll unsere Komponente später rein. Das werden wir natürlich noch ein bisschen anpassen, weil wir eben hier jetzt das nicht rein mit HTML machen, sondern eben mit Vue.js. Als nächstes wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie wir hier unsere Vue.js-Komponente reinbekommen. Und Laravel hat ein Paket namens Laravel Mix an Bord, mit dem wir eben unsere Assets sozusagen kompilieren können, zusammenstellen können.
Und es gibt im Root-Verzeichnis von Laravel eine Datei webpack.mix.js und die schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn ich diese Datei hier öffne, dann sehe ich auch schon eine kleine Beschreibung. Mix provides a clean, fluent API for defining some Webpack build steps for your Laravel application. By default, we are compiling the SAS file for the application as well as binding up all the JS files. Und das ist genau das, was wir auch brauchen. Also wir werden jetzt nicht unbedingt diese SAS-Funktion hier nutzen müssen, könnten die nutzen, müssen wir aber nicht. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eben hier diesen JS-Part. Und wir sehen schon, hier wird eben eine Datei dann angegeben, .js aus dem Ordner Resources, js-app.js, und die wird dann anschließend im Ordner public.js eingefügt. Und da wir das Thema Webpack bzw. Laravel Mix im Verlauf des Tutorials nochmal haben werden, werden wir das jetzt an dieser Stelle direkt machen. Bevor ich das jetzt im Detail mal angehe, möchte ich euch einmal zeigen, wie unser Design aktuell nochmal aussieht. Und zwar gehen wir dazu nochmal im Ordner Layouts und wir haben hier dieses Start Page Blade und dieses Admin Blade. Und ich nutze jetzt mal bewusst das Admin Blade. Und da sehen wir eben so ein bisschen das Problem an unserem jetzigen Design. Wir haben hier eine ganze Menge Aufrufe von verschiedenen Klassen, nämlich Google Fonts und Linear Icons und Font Awesome und so weiter. Und diese ganzen Aufrufe, die werden natürlich alle einzeln als HTTP-Requests an den Server gesendet. Und wenn wir ans andere Ende unserer Datei gucken, sehen wir auch hier gibt es eine ganze Menge an JS-Files. Und all das kann man auf Dauer in jeweils eine Datei zusammenführen. Und das soll später hier mit Webpack funktionieren. Hat für uns den Riesenvorteil, dass eben beim Aufruf unserer Seite nur noch eine Datei, die ist zwar natürlich größer, aber es ist eben schneller, wenn eine etwas größere Datei einmal aufgerufen wird, als wenn wir jedes Mal eine Anfrage an den Server senden und wir dann auf die Antwort des Servers warten. An dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal nicht darauf weiter eingehen, sondern ich möchte jetzt darauf eingehen, wie wir unsere Vue.js-App einbinden können. Und dazu werden wir jetzt erstmal die Dateien für unsere App anlegen. Als erstes möchte ich damit starten, unser JS-File sozusagen fest einzubinden. Und das machen wir hier an dieser Stelle mit Script Source. Und ich lege jetzt hier mal fest, wie wir das Ganze später nennen wollen. Und zwar soll das in unserem Asset-Ordner sein, also sprich in dem JS-Ordner. Und da möchte ich dann später eine Datei app.js hinterlegen. Und wir sehen, dass es die Datei bereits gibt. Deswegen schauen wir da jetzt einmal rein. Und das Ganze finden wir im Ordner Public unter dem Ordner JS und hier gibt es einen Ordner App. Und hier ist eine ganze Menge enthalten, was wir gerade nicht lesen können, aber ich kann euch sagen, wenn wir unter den Resources einmal nachschauen, wo haben wir den Resource-Ordner? Hier, dann gibt es hier auch eine zugehörige App.js und hier sehen wir eben, was alles eingebunden wird. Und hauptsächlich ist jetzt im Moment Bootstrap enthalten und Vue wird hier eingebunden und dann eine Example-Komponente und das Ganze wird dann eben an das Element App zugeordnet. All das möchte ich jetzt erstmal hier rauslöschen, weil das alles werden wir nicht brauchen, sondern wir wollen später hier eine leere Datei haben. Ich speichere jetzt hier einmal im Public-Ordner die leere Datei. Wir haben die leer eingebunden an dieser Stelle. Das ist diese Datei und wir werden jetzt dann mit dieser Resource arbeiten. Was macht Laravel Mix für uns? Also Laravel Mix wird unsere Pakete eben zu einem File zusammenführen und entsprechend in die angegebenen Verzeichnisse ausgeben. Und der Vorteil ist, dass wir eben hier auch bestimmte Pakete mit im Hintergrund ausführen, wie zum Beispiel Babel. Das werden wir benötigen, um ECMAScript 6 Files so darzustellen, dass auch heutige Browser, die das eventuell noch nicht unterstützen, trotzdem als natives Vanilla.js ausführen können. Falls das für euch jetzt alles böhmische Dörfer sind, nicht erschrecken. Auch ich beschäftige mich gerade erst neu mit dem Thema. Aber ich möchte euch zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was man eben entsprechend mit Laravel Mix auch machen kann. Und für euch ist das Entscheidende. Wir brauchen eben diese Laravel Mix Funktion, um letztendlich unsere lesbaren JavaScript Files zu erstellen. Hier diesen SAS-Teil, den werden wir jetzt erstmal nicht nutzen. Deswegen kommentiere ich den jetzt mal aus. Deswegen werde ich jetzt nur zunächst die JavaScript-Files hier kompilieren. Okay, starten möchte ich damit, dass wir in unserer app.js im Ordner Resources nun einen ersten Testinhalt einfügen, und um diese Komponente einmal auszuführen. Starten möchte ich mit einem ganz einfachen Beispiel, und zwar werden wir hier einfach alert
Hallo ausgeben oder Hallo Welt und möchte mal testen, ob das Ganze funktioniert. Und um das Ganze jetzt auszuführen, brauchen wir ein Terminal. Und zwar gibt es hier im Terminal dann den Befehl mit npm, also das heißt, ihr braucht auch Node. Und zwar müssen wir jetzt erstmal Node npm install ausführen. Das ist wichtig, dass ihr diesen Schritt als allererstes einmal ausführt. Und das wird jetzt im Moment dauern, weil hier Dependencies geladen werden. Und das Ganze scheint eben up to date zu sein. Und jetzt können wir hier zum Beispiel npm run dev ausführen. Und wenn ich das Ganze ausführe, dann kriegen wir dann nachher hier diese Meldung js/app.js erstellt. Und das ist ja genau unsere Datei, die wir haben wollten. Die rufe ich jetzt hier nochmal auf. Und dann sehen wir eben hier, ist jetzt eine ganze Menge Inhalt plötzlich drin, obwohl ja eigentlich in unserer Resources-App.js nur relativ wenig Inhalt ist. Da nicht erschrecken, das ist etwas, was eben Webpack für uns automatisch macht. Es wird eben entsprechend übersetzt und sorgt dafür, dass wir diese auch neuere Version, sage ich jetzt mal, von JavaScript, also ECMAScript 6 zum Beispiel, eben übersetzen können in normales JavaScript, was im Moment auch jeder Browser noch versteht. In Zukunft wird das irgendwann so sein, wird auch zunehmend die Unterstützung für ECMAScript 6 einfach von den Browsern her da sein. Dann braucht man diesen Übersetzungsschritt in Anführungsstrichen nicht mehr zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir eben hier verschiedenste Möglichkeiten, diese Dateien auch zu komponieren und zusammenzustellen. Und ich möchte eine Sache noch zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel npm run prod für Production eingebe. Dann wird auch hier wieder eine Datei erstellt und wir sehen einen entscheidenden Unterschied. Hier sind es jetzt nur 532 Bytes. Und wenn ich die hier neu lade, sehen wir, das Ganze ist eben nochmal zusammengeführt worden. Also für die Entwicklungs- und Production-Umgebung gibt es eben verschiedene Befehle. Und wir sehen jetzt hier nochmal im Vergleich, jetzt sind es 2,61 Kilobyte, also ist es um ein Viertel geschrumpft. Für Entwicklungsschritte ist das natürlich einfacher, weil ich hier diesen Code entsprechend lesen kann. Okay, was passiert jetzt, wenn ich meine Datei hier aufrufe? Wir sehen sofort, hier kommt die Meldung Hallo Welt, also ist unsere JavaScript-Datei entsprechend erfolgreich eingebunden worden. Jetzt möchte ich fortfahren, unsere Textkomponente zu erstellen. Und dazu rufen wir jetzt einfach mal unsere app.js im Ordner Resources.js auf und ich lösche hier diesen Inhalt einmal raus. Und das, was wir jetzt erstmal brauchen, ist natürlich View. Und View importieren wir über den Befehl import View from View. Und wir sehen schon, wenn ich diesen Befehl hier ausführe, dann erkennt er das auch automatisch in meinem Ordner, in dem Verzeichnis Node-Modules. Dort werden die ganzen verfügbaren Node-Pakete eben gespeichert und dementsprechend kann ich das Ganze hier importieren. Was wir dann aufbauen, ist eben eine neue Application oder eine neue Instanz von View. Also brauchen wir hier New View und übergeben dem Ganzen hier ein Objekt und zwar das Element, zu dem wir das Ganze zuordnen wollen. Und das schauen wir uns jetzt einmal erstmal an, was wir das eigentlich zuordnen können. Und dazu rufe ich nochmal unsere Layout auf, unser Admin Blade. Und wenn man jetzt hier mal schaut, hier haben wir im Moment noch keinen umfassenden Container oder umfassende ID, wo eben der Content drin ist. Es ist immer wichtig, dass ihr immer ein sogenanntes Root-Element habt, wo die Vue.js-Anwendung eben rein kann. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach hier um den Content nochmal ein Div herumbauen und wir nennen das Ganze eben App. Und das sollte eigentlich am Design unserer Seite nicht wirklich was ändern. Tut es auch nicht, es funktioniert weiter alles. Und damit können wir jetzt entsprechend fortfahren. Das heißt, wir können jetzt das Ganze schließen und können hier tatsächlich auch als Beispiel App übernehmen. Das Semikolon an dieser Stelle muss natürlich weg, da es sich hier um ein Objekt handelt und hier eventuell noch weitere Elemente kommen könnten. Gut, wir können das Ganze hier schließen und wenn ich jetzt unsere Seite neu aufrufe, ändert sich natürlich nichts. Das liegt daran, dass zum einen wir hier npm wieder ausführen müssen und damit wir jetzt nicht dauernd immer npm run dev oder run prod ausführen müssen, können wir auch hier npm run watch ausführen. Und was dann passiert, zeige ich euch einmal. Das Ganze wird auch jetzt hier wieder ausgegeben und jetzt kann ich hier neu laden und die Alert Message ist weg. Und wenn ich jetzt hier die Alert Message nochmal eingebe,
und nur Speicher und das Ganze neu lade, dann funktioniert das Ganze jetzt automatisch. Denn npm watch schaut im Hintergrund, ob sich hier irgendwas geändert hat. Und sobald sich was ändert, also sprich eine Datei gespeichert wird, wird hier entsprechend dieser Compile-Befehl wieder neu ausgeführt. Gut, fahren wir fort mit unserer App. Ich nehme jetzt als erstes mal hier dieses Alert wieder raus. Und ich möchte jetzt direkt fortfahren mit unserer App. Und dazu möchte ich unsere App als Komponente erstellen. Und als Komponente heißt, dass ich sie eben wieder benutzbar für andere Projekte zum Beispiel erstelle. Und ich möchte das hier als Paket dann importieren. Und zwar möchte ich dieses Paket dann später mit Import Tags from Components slash tags.view importieren. Und damit das Ganze auch benutzt werden kann, füge ich das hier mit View Component und mit der ID Tags hinzu und dem weisen wir eben entsprechend unsere importierte Komponente Tags hinzu. Damit das Ganze jetzt funktioniert, müssen wir aber erstmal eine neue Komponente erstellen. Und wenn ich hier mal in den Ordner Resources Components schaue, dann sehe ich eben, dass wir bereits eine Example-Komponente haben. Und die wollen wir jetzt erstmal abändern. Wenn ich diese Example-Komponente einmal öffne, sehen wir, es gibt hier zwei Bereiche im Moment, ein Template und einen Script-Bereich. Und wir sehen hier, dass im Script-Bereich eine Konsolen-Message ausgegeben wird, Component Mounted, und dass hier eben so ein bisschen Beispieltext ist. Das wollen wir jetzt alles mal rauslöschen und speichern. Und vor allem werde ich diese Komponente jetzt umbenennen in Text.View. Und damit haben wir das Ganze schon mal so weit vorbereitet, dass wir eben in unserer App.js diese Komponente laden können. Das, was wir als erstes machen, ist, wir legen drei Bereiche fest. Und zwar einmal den Template-Bereich, dann den Script-Bereich und den Style-Bereich. Und der Style-Bereich, ja, der kann im Prinzip extra ja, Style-Sheets enthalten. Und es gibt hier einen riesen Vorteil. Und zwar können wir hier noch sagen, wir wollen das Ganze scoped machen. Das heißt, alles das, was ich hier als HTML-Style-Sheet-Angaben hinterlege, wird nur auf meine Komponente selbst angewendet und nicht auf den Rest der Anwendung oder der Webseite. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil, wenn wir zum Beispiel Frameworks mixen wollen, wie ich das zum Beispiel jetzt in diesem Fall tun möchte. Weil ich habe mir überlegt, ich möchte gerne, dass diese Tags ein bisschen schön gestaltet aussehen. Und Bootstrap bietet das leider erstmal nicht von Hause aus. Und ich wollte einfach gerne die Version von Bulma nehmen. Bulma ist auch ein Framework, was eben so ähnlich wie Bootstrap funktioniert, aber eben mit anderen Elementen, die eben etwas anders aussehen. Und dazu schauen wir einmal in die Dokumentation von Bulma. Und wenn wir Bulma hier aufrufen, sehen wir eben, dass es sich also um ein Framework handelt, Open Source ist, based on Flexbox and used by more than 100.000 Developers und ja, es ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Wenn wir jetzt mal auf die Dokumentation schauen, sehen wir, es gibt eben hier verschiedene Elemente. Es gibt auch hier Komponenten und Customize-Möglichkeiten, Columns, Layout und so weiter. Und wenn ich hier einmal auf das Thema Elements klicke, dann sehe ich, es gibt hier eben verschiedene Inhalte, wie zum Beispiel eine Box oder Content oder Notifications, aber eben auch Tag. Und dieses Element Tag möchte ich einmal aufrufen. Dann sehen wir eben hier das Klassische, was man so unter den Seiten zum Beispiel auch von GitHub sieht, dass eben irgendwelche Versionsnummern hier angegeben werden oder sonstiges. Man kann das Ganze eben auch als Tag verwenden. Und wenn ich hier ein bisschen runterscrolle, sehen wir eben die Version, die ich gerne nutzen möchte, und zwar diese. Schön hier so in Blau gehalten und mit so einem Schließen-Button. Natürlich ist jetzt hier keine Aktion drauf, die müssen wir natürlich noch festlegen. Und wir können das Ganze verlinken, um eben nur zum Beispiel Einträge von diesem Tag anzuzeigen. Also eine sehr nette Geschichte und ich möchte damit fortfahren, jetzt diesen Inhalt sozusagen nachher in unser Template einzuarbeiten. Okay, also wollen wir nun starten, unsere Tags, so wie wir es bei Bulma gerade gesehen haben, eben hier einzufügen. Bevor wir an diesem Punkt ankommen, möchte ich jetzt erstmal ein bisschen rumspielen kurz mit unserer neuen Komponente und erstmal testen, ob das Ganze soweit funktioniert. Und zwar würde ich ganz gerne hier jetzt Inhalt einfügen und zwar einfach mal so ein Dummy-Content. Und wenn ich jetzt unser Projekt hier neu lade, dann sehe ich jetzt hier im Moment keinen Inhalt, also der ist hier noch nicht ausgegeben.
Also wir haben unserer View-App natürlich schon mitgeteilt, dass sie sich hier das Markup mit der ID-App suchen soll als Ziel. Aber wir haben hier eben eine Komponente festgelegt namens Tags und die muss jetzt eben auch erstmal im Markup angelegt werden. Deswegen gehen wir einmal auf die unterstrich-form.blade.php und fügen hier einmal Tags einfach als HTML-Tags ein. Und das ist natürlich jetzt ein spezieller Tag, den es normalerweise nicht gibt. Den haben wir eben jetzt erzeugt, indem wir eben Vue.js benutzen. Und wenn wir jetzt unsere Anwendung neu laden, dann sehen wir auch unseren Inhalt hier an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt hier irgendwas abändere, zum Beispiel sage, er soll das eben fett machen, dann sehen wir, dass es auch eben funktioniert. Okay. Und von diesem Punkt ausgehend können wir jetzt entsprechend unsere App mal entwickeln. Und zwar möchte ich jetzt als erstes die Tags überhaupt erstmal ausgeben und schauen, dass die so aussehen, wie sie eben aussehen sollen. Und dann rufen uns nochmal Bulma auf. Und wir kopieren uns jetzt mal hier so einen Abschnitt raus mit einem so einen Tag. Fügen das hier ein und schließen das wieder. Und hier ist jetzt eine Section Control hinzugefügt worden und die möchte ich jetzt mal duplizieren. Und zwar haben wir jetzt hier ein Tag Technology, das wollen wir mal abändern, das soll natürlich Laravel sein. Und jetzt arbeiten wir mit Vue.js, aber auch mit PHP. So, wenn wir das Ganze neu laden, dann ist das Ganze enttäuschend, denn es sieht ja nicht so aus, wie es sein sollte. Das liegt natürlich daran, dass wir bisher Bulma überhaupt nicht eingefügt haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir fügen Bulma als neue, als neues Stylesheet eben global ein, oder wir importieren es eben an dieser Stelle. Und für den Import würde ich ganz gerne eine CDN-Quelle jetzt hier in diesem Fall mal benutzen. Und das habe ich hier schon mal rauskopiert. Über diesen CDN von Cloudflare können wir dann Bulma in der Version 0.7.2 eben hinzufügen. Ich speichere das Ganze. Und wenn ich das Ganze hier neu lade, sehen wir eben, dass das jetzt soweit funktioniert. Okay, jetzt sehen wir allerdings, dass es doch zu einem kleinen Problem gekommen ist. Und zwar scheint jetzt hier Bulma doch irgendwie nicht als nur Scoped-Bereich hinzugefügt worden zu sein. Denn jetzt hier ist zum einen hier dieser Scrollbalken erschienen und der Abstand oben stimmt nicht mehr, also das hat nicht so ganz funktioniert. Und was man tun kann, ist Folgendes: Es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen anders anzugehen. Und zwar können wir hier diese Import-Geschichte rausnehmen und wir können jetzt hier die Source angeben und Bulma lokal importieren. Und dazu muss man natürlich vorher im Terminal einmal etwas ausführen, was sich npm install bulma nennt. Also das heißt, wir müssen das Ganze eben herunterladen. Das habe ich in diesem Fall schon getan, deswegen, wenn ich das jetzt nochmal runterladen würde, wird da stehen, dass es eben nicht geupdatet werden kann, weil es eben schon aktuell ist, beziehungsweise es wurde sogar upgedatet jetzt. Also es ist auf jeden Fall jetzt installiert und ich kann jetzt hier hingehen und sagen bulma slash bulma sas. Und das Ganze scoped. Jetzt muss ich ihm nur sagen, dass die Language eben auch sas ist. Und wenn wir das Ganze hier neu laden, dann sehen wir, dass es genau das ist, was wir jetzt haben wollten. Wir haben jetzt hier dieses Ergebnis mit unseren Buttons und haben hier die Möglichkeit, eben diese Tags anzuklicken. Okay. Jetzt passiert natürlich logischerweise noch nichts. Das ist natürlich Funktionalität, die wir jetzt hinzufügen müssen. Arbeiten wir nun also weiter an unserer Vue.js-Komponente. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier ja schon einiges eingefügt. Allerdings ist es natürlich nicht Sinn und Zweck, dass wir jetzt hier einfach nur von Hand solche Dinge einfügen, sondern wir wollen das Ganze ja eben ein bisschen interaktiv gestalten. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen weiter ausarbeiten. Und zwar möchte ich jetzt als erstes hier oben das Formular einbauen, um nachher eben neue Tags anzufügen. Und das Ganze soll so ein bisschen gestaltet werden später noch. Das lasse ich jetzt erstmal offen. Wir machen jetzt erstmal das Form-Tag rein und wir werden jetzt hier einen Input einfügen. Und zwar Input-Type-Text. Und dann sagen wir Placeholder Tag hier eingeben. Oder Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann
nennen wir das Ganze Tech. Und ja, das ist es eigentlich erstmal fürs allererste. Ich möchte ganz gerne später hier sogar noch Fehlermeldungen auch ausgeben und das validieren. Das machen wir dann später. Wenn ich das Ganze jetzt einmal aufrufe, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ist natürlich noch nicht so gestylt, wie wir das gerne hätten. Dazu können wir jetzt hier zum Beispiel noch Class Form Control hier eingeben. Und dann sieht das Ganze auch aus wie ein Tag, wie ein Inputfeld von Bootstrap. Ich kann jetzt in unsere Blade gehen und jetzt dann schon mal hier dieses Input wegnehmen, denn das haben wir ja jetzt schon erledigt. Wir können das Ganze jetzt hier von mir aus auch Tag Field mal nennen. Dann haben wir hier auch ein Label für und dann geben wir unsere Tags und sagen hier ID Tag Field. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, landen wir automatisch da drin. Okay, perfekt. Dann brauche ich noch so ein bisschen Abstand darunter. Den können wir auch hier als Klasse einfügen. MB5 zum Beispiel. Machen wir ruhig ein bisschen mehr Abstand. Das hat einen bestimmten Grund, der wird gleich noch ersichtlich werden. Gut, jetzt ist das Ganze natürlich noch nicht so wirklich mit Leben befüllt. Und was ich ganz gerne hätte, ist auch, dass wir eben diese Inhalte hier A wegklicken können und B, dass die auch nicht hier händisch reingeschrieben werden müssen, sondern dass ich die eben irgendwie als Parameter übergeben kann. Und deswegen lösche ich jetzt hier erstmal einen raus. Dann haben wir nur noch diesen einen. Als nächstes möchte ich ganz gerne diese Tags jetzt hier an meine Komponente übergeben als Wert. Und zwar würde ich jetzt gerne sowas Ähnliches haben wie Value. Dann soll hier JSON encodiert das Ganze übergeben werden. Wir sind in einem Blade Template, deswegen können wir hier diese Curly Braces benutzen und nutzen hier JSON encode. Und dann möchte ich später zum Beispiel hier ein Array übergeben und dann machen wir das nochmal so. Dann soll Laravel, Vue.js und zum Beispiel PHP hier übergeben werden. Und das kann dann später aus unserem Controller kommen. Und damit das Ganze eben entsprechend korrekt weitergeleitet wird, muss man bei Vue.js das Ganze hier binden. Das ist eine Kurzversion für V-Bind. Die Kurzversion ist aber eben nur mit dem Doppelpunkt und dann wird das Ganze eben als Parameter übertragen. Und in unserer TextView kann ich jetzt das Ganze dann entsprechend ein bisschen aufhübschen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hin und sagen hier Export Defaults und dann brauchen wir hier Name Text. Ich vergebe dem Ganzen mal einen Namen und als Properties möchte ich jetzt eben Value einbinden. Damit haben wir jetzt unsere Values und das Ganze können wir schon mal testen. Wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel Mounted, kann ich anschließend hier unsere Values einmal ausgeben. Wenn ich das Ganze neu lade, funktioniert das nicht mehr, weil wir hier einen Fehler gemacht haben. Und zwar fehlt hier natürlich die Anführungszeichen. Okay, das Ganze neu lade, bekomme ich jetzt hier die Aufgabe Laravel Vue.js PHP. Gut,